Hey ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich habe mich ein bisschen eingemummelt, mir ist ein bisschen kalti. Ja, ich bin eher so gemütlich. Es ist abends 19 Uhr. Ich muss gleich was zu essen machen. Und ich dachte aber vorher, ich gebe euch meine Pinsel-Review. Ich werde das Pinselset. Ich habe mit Sunny getauscht. Sie wollte, sie steht voll auf Morphe-Pinsel. Und ja, so. Das sind die Pinsel. Ich habe sie eine Woche lang, ich glaube, ich habe sie 7 oder 6 Tage durchgehend benutzt. Ich muss sagen, ich konnte mein ganzes Make-up damit machen. Ich habe nur diese Pinsel benutzt. Highlighter-Pinsel, ganz optimal. Was habe ich gemacht? Also, wenn ich sie gewaschen habe, das erste Mal waren sie sehr kratzig. Was habe ich diesmal gemacht? Sie sind super weich. Also, wenn man sie anfasst, Sunny Schatz, du musst sie dann noch mal reinigen. Ich will sie jetzt, ja. Super weich. Was habe ich gemacht? Ich habe sie einfach ein bisschen in Haarkur gelegt und dann alle ausgewaschen. Und ich muss sagen, sie fühlen sich super weich an. Also vergleichbar mit, das ist Ziege. Ziege stinkt nach Ziege. Ziege ist penetrant bis zum geht nicht mehr. Also ich rieche das manchmal. Man riecht Ziege einfach raus. Aber trotzdem, ich habe lieber echt Haarpinsel. Und dieses Set kostet neu 28 Euro, bin ich der Meinung. Also ich glaube 28. Es kommt eine Kosmetiktasche. Ich hatte ja gedacht, ich behalte sie. Ich habe aber andere Pinsel jetzt, die ich lieber mag. Sage ich mal, für den Anfang und für ein Fullface auf Make-up kann man sie optimal nutzen. Also wir haben hier einen Blenderpinsel für den ersten Schritt. Auch der ist super weich geworden nach der Spülung. Hier sind 12 Pinsel für 27 oder... Ja, ich glaube, 27 Euro hat es gekostet. Es ist wirklich alles dabei. Man kann einfach alles machen. Ich muss sagen, auf den Bildern sieht es ein bisschen schöner aus. Wie sie ankam, fand ich sie von der Qualität her nicht ganz so. Ich war so ein bisschen enttäuscht. Hier sieht man auch, dass sie einfach abgeschnitten worden sind. Ich glaube, man sieht es an diesen Borsten. Könnt ihr das erkennen? Dass sie so die Farbpigmente eingezogen haben. Ich habe zwar davor nicht drauf geachtet, aber es sieht aus, als gab es so einen Bruch und durch die Pigmente, ne, weil ich auch Pink benutzt habe und alles. Aus der Form sind sie nicht gekommen. Was habe ich getan? Normalerweise, wenn man Ziegenhaar wäscht, kommt das ziemlich aus der Form, auch bei Zu Eva und sowas. Ich lege Klopapier einmal drum. Ein so ein Klopapierteil reicht dann und lege ich dann einmal so rum und dann bleibt es in der Form. Super Pinsel, um präzise was aufzutragen. Ganz, ganz große Klasse. Präzise aufzutragen und gleichzeitig zu verblenden, habe ich ihn geliebt. Für den Highlighter fand ich diesen Pinsel gut. Er war super. Sie sind, wie gesagt, es ist nicht, glaube ich, die beste Qualität von Morphe. Ich muss sagen, ich habe jetzt die Jeffree Star Pinsel da und ich finde, man merkt schon, dass es preislich doppelt so viel ist, ne? Wie gesagt, ich habe sie eine Woche lang genutzt. Zwei Pinsel sind noch unverpackt und ich packe jetzt noch einen anderen Pinsel, den ich getestet habe, und zwar von Morphe, die M139 rein, weil ich den nicht so gerne mag. Es hat nicht so funktioniert. Irgendwie fand ich den Auftrag irgendwie ätzend. Keine Ahnung, vielleicht kann Sunny Schatz was damit anfangen und wir tauschen, wie gesagt. Und dann, dieser Pinsel ist super weich geworden. Also man kann wirklich, er war vorher etwas kratziger, muss man schon sagen. Also falls ihr das Gefühl habt, oh, der Pinsel ist nichts für mich, weil es echt hart ist und ziemlich kratzig, probiert es mal in Haarkur, jetzt nur die Spitzen einzulegen. Es macht schon was. Also auch wenn man das sagt, macht das bloß nicht und bla bla, das braucht kein Mensch. Doch, macht es mal. Es ändert sich einiges. Wie gesagt, ein großer Blenderpinsel, ganz assrein, um es zu verblenden. Von der Qualität her muss ich sagen, hat es jetzt vielleicht zwei, drei Haare verloren. Ja. Hier, den habe ich geliebt, den Pinsel. Das sieht man auch, glaube ich, ne? Dass ich den geliebt habe. Ich kriege die Pigmente nicht ganz so gut mehr raus. Aber es ist halt weißes Haar und es nimmt halt Farbe an. Irgendwann ist auch bei Zu Eva so, ich habe auch einen Pinsel, der sieht aus, als hätte er 6 Wochen geraucht, weil er so gelb ist durch das Braun, was ich immer benutzt habe, oder durch Rotpigmente. Es färbt sich halt irgendwann ein, aber das tut ja nicht den, wenn man es verwendet, nicht. Super, der nimmt super so Glitzer-Schimmer-Produkte auf. Also mit der Revolution Pro Palette ganz, ganz toll. Er nimmt Pigment auf und gibt genauso viel ab, wenn nicht noch schöner und intensiver. Den habe ich auch sehr, sehr geliebt. Dann habe ich
Diesen Morphe-Pinsel, der hat auch super funktioniert. Ich muss sagen, ich bin kein synthetischer Freund, weil ich finde, die nehmen nicht so gut Schimmer und Glitzer auf. Also gerade so, ja, was ist denn das? Ein Duochrom. Man sieht ein bisschen in der Lidfalte schon gelandet. Ganz, ganz toll. Es hat super Produkt aufgenommen und super abgegeben, obwohl ich glaube, dass ein Concealer-Pinsel ist. Ich glaube, dass das ein Concealer-Pinsel sein soll, aber ich habe ihn geliebt für Lidschatten auftragen. Ich habe damit keinen Concealer aufgetragen und mochte ich sehr, sehr gerne. Dann haben wir noch so einen flachen Pinsel, den man so. Ja, den habe ich gar nicht erst ausgepackt, weil ich den nicht so gerne mag. Ich habe kleine Augen, finde ich, da unten und ich fand den einfach zu groß. Dann war noch dabei so ein Mini und den behalte ich auch. Also den hatte ich auch nicht mit auf dem Foto geschickt. Den behalte ich auch, weil ich den einfach astrein für den unteren Wimpernkranz gut fand. Und deswegen stibitze ich mir den aus dem Set. Ganz, ganz toller Blenderpinsel. Ein Mini, Mini, Mini Blenderpinsel. Ich habe Mini Blenderpinsel. Ich habe von Jeffree Star einen Mini Blenderpinsel. Na? Und das ist dieser Mini-Blender-Pinsel. Also ihr könnt noch mal gucken, es ist noch mal eine Nummer kleiner. Und ich habe noch Mini-Blender-Pinsel hier. Das sind auch so richtig Mini-Mini. Und das ist halt einfach Mini-Mini-Mini-Mini. Ja, den stibitze ich mir. Dann ist hier auch noch ein kleiner Blender-Pinsel dabei, den man super für den unteren Wimpernkranz testen kann. Sunny, wenn hier so Haare drin rumfliegen, das ist mein Pullover. Den mag ich gar nicht mehr. Ich finde das toll. Also das Pinselset kann ich auf jeden Fall für den Einstieg und auch auf, ja, eigentlich auch für den Fortgeschrittenen. Ich muss nur abwägen. Ich dachte, es wäre die Revolution. Ich kann euch zeigen, ich habe einiges an Pinsel aussortiert. Guckt einfach mal bei Instagram. Ich habe ganz viele Blender, verschiedene Blender, viele verschiedene Pinsel aussortiert, meine Liebsten rausgepickt und dachte, hey, ich brauche neue. Totaler Quatsch. Wie gesagt, ein ganz, ganz toller, auch für den Innenwinkel habe ich den benutzt und auch unten am Wimpernkranz. Toller Pinsel, kann ich euch auch für den, um Produkt aufzutragen, damit es intensiv wird am Außenwinkel. Toller, toller Pinsel. Hier haben wir noch so einen mittleren, fluffigen Pinsel auch. Von der Qualität her nicht das allerbeste, was es gibt. Ich zeige euch mal zu Eva. Können wir ein Video machen, wo ich dich wieder schminken Ja, kann man machen. Könnte? Nee, ich schmink mich jetzt ab und dann ist gut. Also, das ist Morphe und das ist zu Eva. Man sieht schon einen Preisunterschied, sage ich mal. Ein Pinsel kostet um die 2 Euro, würde ich mal behaupten. Sowas um den Dreh. Bei 10 Pinseln, ne? Warte mal. Ja, 2 Euro, ja, genau, sowas. 12 Pinsel kommt schon hin. 2 Euro noch was. Und das ist zu Eva. Und zu Eva kostet einfach mal 10. 10 bis 12 Euro so ein Augenpinsel, je nachdem, wo man es auch kauft. Und er liegt schon in der Form. Er ist anders da geschnitten. Die Haare sind ein bisschen schmaler. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass der besser irgendwas macht als der hier. Denn der verblendet genauso toll. Ich habe viele Videos damit gemacht, um euch einfach die Review abzugeben. Ich würde jeden einfach empfehlen, so ein Pinselset sich mal zuzulegen. Das ist das hier, Eye Obsession. Weil für den Einstieg pro Pinsel 2 Euro zu zahlen, das ist nichts. Um einfach zu gucken, ob man echt Haar mag. Und wenn nicht, dann kann man sich. Also die zu Eva Pinsel einfach sparen. Ich bin ein absoluter Liebling von zu Eva Pinseln und geht einfach nichts. Und da sind genug Pinsel drin, um ein vollständiges Augen-Make-up zu machen. Dann war auch ein Liner drin, auch den habe ich nicht benutzt, weil ich wusste, ich habe meine zu Eva Liner und auch der Freestar hat einen Liner, den ich auch heute benutzt. Nee, heute habe ich ihn nicht benutzt. Den hier, ne, von der Dicke her ist sogar der hier ein Ticken dünner. Ja. Und ich mag einfach, es reicht, wenn ich einen davon habe. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich den gar nicht benutzt. Aber ich fand ihn trotzdem, also ich finde den Jeffree Star trotzdem gut. Also man kann trotzdem sehr präzise damit Lidstrich ziehen. Hier diesen Pinsel habe ich benutzt, obwohl ich davon schon einen habe. Augenbrauen durchgekämmt, ne?
Augenbrauen durchgekämmt, super Pomade aufzutragen, aber Pomade, die man nicht so präzise auftragen will. Also ich habe die Benefit Carbrow Pomade, die trage ich super gerne mit so einem fluffigeren Pinsel auf. Jeffree Star Pinsel ist ein bisschen filigraner und gestaltet sich manchmal ein bisschen mit so Mensch. Ist ein bisschen filigraner, ne? Puderprodukte aufzutragen, super mit so einem etwas fluffigeren Pinsel, wenn man einfach super in die Augenbrauen gehen kann. Ja, das ist was für welche, die ziemlich ihre Augenbrauen definieren und keine Ahnung was. Den hier dagegen finde ich wirklich toll, wenn man einfach sein Produkt aufträgt und dann gleich ausbürstet, damit einfach nicht so diese Insta-Brow, ja? Also ganz, ganz toller Bürste. Und für dieses Geld, ja, es lohnt sich. Ja, es lohnt sich mal auszuprobieren, auf jeden Fall. Ein Pinsel habe ich, wie gesagt, geklaut. Dafür packe ich dir den anderen rein. Und, aber das war auch, war schon auf dem Bild so drauf. Ich habe dir dann noch zwei Pinsel dazu gepackt. Damit das trotzdem 12 Pinsel beinhaltet. Und in den Innenwinkel kommt... ganz, ganz toller Pinsel. Ganz filigran. Also vielleicht könnt ihr das auch sehen. Ich muss es heute Abend abdrehen, weil morgen geht's in die Post. Ganz, ganz filigran und super Pinsel. Also um Produkt auch aufzutragen und auch so krümelige Lidschatten, ja? Die einfach viel Pigment und viel Glitzer, viel Schimmer beinhalten. So wie jetzt zum Beispiel dieser Farbton. Ganz, ganz toller Pinsel, um es aufzutragen. Ich zum Beispiel habe das heute mit einem synthetischen Pinsel gemacht. Mag ich eigentlich nicht so. Wie gesagt, ich habe lieber Echthaarpinsel. Ich wollte mal gucken, was man so in der Preiskategorie kriegt. Für 27 Euro, ne? Ein komplettes Set. Oder was man eben für 48 Euro kriegt, 47 Euro und ja, sie fühlen sich etwas, also jeder Pinsel fühlt sich etwas leichter an als ein Jeffree Star Pinsel, ich weiß es nicht, man müsste es eigentlich abwiegen, mache ich jetzt nicht, Quatsch, aber ich habe auch lieber etwas kürzeren Stiel, die schwarzen sind etwas kürzer als Jeffree Star, ich hätte auch lieber gehabt, dass ein bisschen, also wisst ihr, es reicht, wenn er so lang ist, wenn er einfach gut in der Hand liegt und man einfach gut arbeiten kann, es reicht völlig aus. Dieses Set, ja, es ist auf jeden Fall ein tolles Set zum, für den Einstieg. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr allererste Pinsel für die Augen wollt, hier, nicht Jeffree Star, wenn ihr ein bisschen mehr ausgeben wollt, Jeffree Star, das nutze ich jetzt seit 2 oder 3 Tagen. Super, also ich kann mich nicht beklagen. Ich habe bis auf den Augenbrauenpinsel jeden Pinsel benutzt. Ja, jeden Pinsel. Hier sind nur 10 Pinsel drin. Und bei dem ist noch ein Highlighter-Pinsel dabei. Ist jetzt bei Jeffree Star nicht dabei. Dafür ganz viele Blender, Detail-Brushes, ne? Dann noch so ein kleiner Blender, womit ich heute das Lila zum Beispiel einblenden wollte. Also ihr müsst abwägen, wollt ihr lieber 50 oder wollt ihr lieber 30 Euro ausgeben? Ne? Das ist ein Preisunterschied von 20 Euro, der an Jeffree Star wandert wahrscheinlich. Also, das Set hat voll meine Empfehlung. Ja. Wenn man keine Pinsel hat, reicht das auf jeden Fall aus. Also, wenn man nicht viele Pinsel hat, reicht es auf jeden Fall aus. Und ja, es kommt eine tolle Tasche dazu und ja, guckt euch das Set auf jeden Fall an. Es gibt auch immer so einen 10% Code, den habe ich da nicht in diesen Shop einlösen können. Aber gut, packe ich dir auch mal dazu, vielleicht brauchst du es. Also wie gesagt, ich habe es eine Woche getestet und für mich war das, ja, es ist das Geld wert, auf jeden Fall. Es ist 27 Euro wert. Aber ich habe Jeffree Star Pinsel gleichzeitig bestellt, ich Depp, und deswegen darf das Set weiter wandern. Ich hoffe, das Video, die Review war irgendwie verständlich. Ich bin immer so ein bisschen vertroddelt, in einer Review irgendwas so detailliert zu sagen. Aber ich denke, das war genug. Wenn ihr wollt, kauft euch das. Wenn nicht, dann lasst es. Kauft lieber Jeffree Star. Also ihr müsst es im Endeffekt abwägen, was ihr für nötig haltet. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ihr Lieben.